Ja, hi, ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht's genau gleich. Ich habe schon die Schnauze voll. Es ist kalt. Ich hätte gern wärmer, ich hätte gern Sonne, ich hätte gern einfach besseres Aprilwetter. Aber auf der anderen Seite, so ehrlich muss man sein, ist es gar nicht so schlecht. Es ist nicht so schlecht, dass es so ist, wie es ist. Das Frühjahr war laut Aussendung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik bis jetzt eindeutig zu trocken, also unterdurchschnittlich. Es ist auch kühler als normal, das stimmt alles. Aber das hat den Vorteil, dass man nicht so viel Wasser braucht. Weil wenn es jetzt schon heiß wäre, dann würde uns so viel verdunsten würde und die Vegetation noch voller Angas, das es eh schon macht, dann braucht die auch noch mehr Wasser. Ja? Dann kommen wir vielleicht dann später in der Trockenheit hinein. Also es ist nicht so schlecht, wenn wir jetzt nicht voll auf Frühling machen. Das ist übrigens die Herausforderung in Zukunft, dass wir mit dem Wasser zurande kommen.